die Zuweisung. Operanden sind vom beliebigen Typ, gelieferter Wert vom Typ der Operanden. Zuweisung wird syntaktisch definiert als Variable Name gleich Ausdruck, Semikolon. Wenn ich hier sowas schreibe, int i gleich 0, j gleich 34, werden zwei Variablen i und j vom Typ int eingeführt und mit den Werten 0 und minus 34 initialisiert. Hier steht jetzt i gleich 45. Jetzt wird in die Variable i der Wert 45 geschrieben und der alte Wert 0 überschrieben. Oder i gleich i plus 3. I gleich i plus 3 berechnet zunächst diesen Wert, i plus 3, in i ist 45 gespeichert, plus 3 ergibt 48 und dieser neue Wert wird anschließend in der Variablen i gespeichert. Was ich jetzt aber auch machen kann, denn die Zuweisung kann auch als Ausdruck benutzt werden, ich kann folgende kaskadierende Schreibweise benutzen. J gleich i gleich j plus i mal 3. Was wird hier gemacht? Der Zuweisungsoperator gleich ist rechtsassoziativ. Das heißt, j gleich i gleich j plus i mal 3 wird zunächst dieser Ausdruck berechnet. Und bei diesem Ausdruck wird zunächst wieder dieser Ausdruck berechnet. Das heißt, was berechnet wird, wird j plus i mal 3 und der entsprechend ermittelte Wert wird i zugewiesen. Gleichzeitig liefert dieser Zuweisungsausdruck aber den entsprechend jetzt i zugewiesenen Wert. Das heißt, der i zugewiesene Wert wird auch j zugewiesen. Der Gleichoperator kann also in entsprechender Art und Weise genutzt werden. Oder jetzt hier mal Zuweisung an eine Variable vom Typ Double. Double P wird initialisiert mit diesem Wert. Und jetzt erfolgt hier eine Zuweisung, P gleich, da wird entsprechend der Wert verändert. Das heißt, hier wird jetzt eine Zahl mit etwas größerer Genauigkeit in der Variablen P gespeichert.